Ach, nö, 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 weißt du was? Hier, kannst du haben, schenke ich dir. Hallo und herzlich willkommen auf unserem YouTube-Channel. Mein Name ist Curse und wir zocken heute Watch Dogs. Freut mich, dass ihr wieder dabei seid. Ja, es ist tatsächlich schon wieder Sonntag. Ich kam die Woche leider nicht dazu, es tut mir leid. Dafür könnt ihr euch ein paar Folgen von Sorrentin reinziehen. Und ja, ich mache heute mal 2-3 Stück oder so. Schauen wir mal. Auf jeden Fall schauen wir uns mal an, was wir machen müssen. Kein Bettbug dieses Mal. Ich gehe allein rein. Ich habe den Grundriss schon gesehen. Irak ist irgendwo da drin und wird sicher bald merken, dass ich komme. Er weiß, wonach ich suche. Diesmal nehme ich alles mit. Okay. Da fällt mir doch glatt wieder ein, was ich hier machen musste. Oh. Ist das wirklich schon die Festung von Irak? Naja. Wir fangen einfach mal an. Ich bin in Rossi Fremont. Ja, ich sehe dich. Sagst du mir auch, warum wir uns mit den Typen anlegen? Kümmert's dich? Du bist hier nicht zu Hause. Geh nach Hause, Mann. Es gibt da einen Computer, auf dem... Nein, 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 schon gut. Der Spacko muss dran glauben, wenn er nicht abhaut. War doch nur Smalltalk. YouTube. Hab's verstanden. Steckt er sich erstmal eine Kippe an. Gucken, was ich hier habe. Guck mal. Oh. Ich mir die Lage so anschaue. Ziehen wir erstmal um. Aber ich versuch's erstmal auf ruhig. Ruhig. Nicht da hinten, ich krieg da auch so down, ne? Jawohl. Ich habe auch Sniper, aber ich habe immer noch kein schallgedämpftes Scharfschützengewehr, oder? Schauen wir mal, was habe ich denn hier? Es sieht nicht so aus, ne? Ja, dann, ne? Da habe ich mal wieder Knarre. Ja, ja. Schauen wir mal hier. Alles klar, ist klar. Ja, 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 ja. Aber immerhin weiß er noch nicht, wo ich bin. Klar. Bleibt ihr ruhig, wo ihr seid. Ich mach das schon. Ich finde den. Na, na, na. Scharfschütze, Mann, genau. Alter. Es gibt es nicht. Es gibt es nicht. Keiner verarscht uns. Ihr findet ihn. Sieh rein, gar. Ja, ja. Auch nicht. Endlich. Oh, der sieht mich. Der sieht mich. Sehen sie mich alle. Mann, 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 doch. Haben wir nicht. Okay, okay. Oh, Granate. Oh. Ja, machen wir das einfach nochmal. Versuch Nummer 2. Mal schauen, wo ich mich hier noch reinschleichen kann. Also ich glaube, so direkt durch den Vordereingang, das ist nicht, ja, ich sehe dich. Nicht das Sinnvollste. Sagst du mir auch, warum wir uns mit den Typen anlegen? Kümmert's dich? Ein bisschen. Es gibt da einen Computer, auf dem... Nein, 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 schon gut. Ich will's gar nicht wissen. War doch nur Smalltalk. Das dachte ich mir doch.
Das dachte ich mir doch. Ah, komm ich hier so rein? Diesmal gehen wir hier rum. So. Mal gucken. Ja, das ist doch Wunder. Der wird uns doch geliefert. Der präsentiert sich doch selber hier. Du mieses Stück. Verfehlt, Jordi. Ja, ja, du hast den leichten Job. Klopf, klopf. Oh Mann, hast du das gesehen? Hey. Nö, war ist ja nicht schlimm. Leck mich am Arsch. Ich hab einen Haufen Kids mit billigen Knarren erwartet, aber das ist ja fast eine Armee. Das sind Weißwurz. IREC hat eigene Ansichten, wie man Straßen kontrolliert. Das ist etwas erschreckend. Die Jugend von heute, hm? Mist, da kommen immer mehr. Sicher, dass du da rein willst? Ich will da nicht rein, aber ich habe keine Wahl. Das ist dein Problem. Du bemerkst nicht, dass es immer eine bessere Alternative gibt. Du verrennst dich in kleine Abenteuer, die nie gut für dich ausgehen. Fertig? Mhm. Nur ein bisschen. Komm. Der hatte sogar mehr Spaß dran als ich, glaube ich. Ja, ja, ich muss. Sieh gut zu. Ja, ich pass auf. Na, ich nicht. Kann ich nicht von mir behaupten. Ach, so macht er keinen Spaß. Nee. Ein Treffer. Ja, reicht aber nicht. Ah. Dann hol ich mir mal wieder hier unten. Oh. Einer weniger. Ah. Ich wollte schon sagen, ob der den jemals down kriegt. Bleib wachsam, nur für den Fall. Nein, kriegt er nicht. Guck mal. Guck. Los. Wieder nicht? Sag mal. Weißt du wohl, du kannst es verstecken? Oh nein. Meint er das ernst? Alter, wie viel hält er sich denn auch so? Pass auf, der Kerl schießt! Gibt's doch nicht. Augen noch einmal auf. Kuckuck. Nee, mal ernsthaft, das ist ja schon nicht mehr lustig. Ich bitte euch. Alter, wenn der läuft. Bom. Ich seh rein gar nichts. Ich auch nicht. Ach, endlich. Alter, Jordi, wofür nehme ich dich eigentlich mit? Ach ja. Ah, noch ein Stückchen näher, lieber. Holt er mir die Scharfschützen da unter? Doch, das ist ja herrlich. Okay, ich nehme alles zurück. Der hat doch eine Daseinsberechtigung. Na. Oh. Wie so ein kleines Mädchen rennt er da. Oh, ist ja egal. Oh. Ah, ist mir eigentlich Wumpe. Er wird schon nicht so schnell schießen. Alter. Und da unten ist er, glaube ich. Oh, herrlich. Clara, kriegst du die Tür auf? Wir arbeiten daran. T-Bone hat eine Idee. Ja, die benutzen meine Verschlüsselung für die Sicherheitstür. Was auch sonst. Nicht leicht aus der Ferne zu knacken, aber dein Wunderkind hier hat den Geistesblitz. Wenn du die Tür vom Strom trennst, schaltet sie für eine halbe Sekunde auf den Standardcode zurück. Ach, und den kennst du? Ja. Ich hab den scheiß Algorithmus geschrieben. Probieren wir's aus. Ja. Okay, Blackout. Ist offen. Du kannst uns später. Pass auf dich auf, Aiden. So, guten Tag. Guck. Na komm, wir machen eine richtige Party. Weg mit der Musik, machen wir hier mal schön Party. So. Na, guck. Ja, wo bin ich? Da bin ich. Ja. Ach, da kommt noch einer. Und noch einer. Ha!
Das war nicht das Schlauste jetzt. Oh, cool. Den Move kennen wir noch nicht. Aber wir wollen ja Party machen, da muss man ein bisschen was Neues zeigen. Na? Na? Ah. So. Du glaubst, du kennst dich in einem Netzwerk aus. Mhm. Na, das tue ich auch. Das freut mich für dich. Oh, das war. Oh, war das dämlich. Da werde ich doch glatt einen Retry verdienen. Ach, Junge. Schade. Aber ich nehme nochmal die Pump Action. So. Ja, die Musik begeistert, ey, die steckt mich an. Ja, macht das doch direkt mehr Spaß hier, diesen Amok zu laufen. Jetzt natürlich nicht wörtlich, ne? Ist klar. Komm denn hier. Freue mich. Ah. Oh, ja. Lass uns jetzt nicht warten. Kein Granaten. Ja. Das ist mir aber. Ich weiß nicht. Ich glaube, ich komme mal besser vorwärts. Sieht aber cool aus, wie das so aufblitzt da hinten. Hier kommt nichts mehr. Ich könnte ja mal die Kameras benutzen und nachgucken, aber irgendwie. Ach ne. Mach lieber auf John McClane oder wie hieß der? Steht langsam und so. Das ist das Problem heutzutage. Keine Manieren, oder? Keine Manieren, ne. Heute nicht, mein Freund, heute nicht. Bad Behavior. Ja, und wofür? Die Tür, ja. Was ein super schlauer Schalter. Die hat mir sogar eine Spielhalle. Ich glaub's ja nicht. Na? Oh. Ne, irgendwie. Irgendwie kann die nichts. Was habe ich eigentlich für Shotguns? Halbautomatisch. Ha. Nein, guck. Oh. Haben wir Shotgun? Nett, aber die macht kaum Damage auf die Entfernung. Oh, Alter, musst du auch mal nachladen? Ah, wahrscheinlich jetzt gerade. Immer locker, Baby. Ach, nö, weißt du was? Hier, kannst du haben, schenke ich dir. Robert hackt. Hm? Muss mal nachladen. Oh, guck. Ach, komm. Fuck, wo ist der Splint? Aha. Unser Mann wurde abgeknallt. Nein. Er hat sich selbst in die Luft gejagt. Das war eindeutig Selbstmord. Wenn du da bleibst, PK, werde ich... Er kam wahrscheinlich nicht mehr mit diesem ganzen Druck im Gangsterleben klar. Weißt du? Hi. So. Was ist das? What is that? Mir sieht gut aus. Ja, irgendwie. Ja, geht mal her. So. Ja, was machen wir jetzt hier? Wo geht's weiter? Ah. Ja, ach so.
Leiter. Augen aufmachen. Oh, oh, oh. Nee, so gehe ich da nicht drauf. Warte. Kollege. Kollege. Wo ist er? Er stand doch gerade noch da. Also mein erster Gedanke war, Granate hochschmeißen, aber ihr kennt mich. Die wird bei mir unten landen und mich in die Luft jagen. Und ich fange von vorne an. Kommst du nicht, Schlampe. Oh. Schlampe, mein Freund. Ich mach die Gäste bei der Schlampe. Guck. So. Noch Fragen? Noch Fragen? Ja, ich habe eine Frage. Wo geht's lang? Ich bin aber heute auch blind, ne? Oh. Ich wollte schon fragen, hat er sich jetzt selbst in den Luft gejagt? Oh. Nee, der ist mir zu gefährlich. Nee, nee. Guck mal. Runde Ball spielen. Der lebt immer noch. Ich bin der Mann. Ich kann nämlich ernst meinen. Endlich. Die sind zu weit weg von so einer Aktion. Mhm. Das läuft schon. Nehmt den Wichser in die Zange. Ja, ja. Komm doch her, du. Komm doch her. Bin da. Wie sieht's mit dir aus? Er war da drüben. Oh, 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 wo ist er denn? Oh. Ah, das ist, wenn man große Fresse hat. Das kommt, wenn man große Fresse hat. Steht doch nicht so rum in Deckung! Mhm. Ah, komm, Headshot, Headshot. Headshot? Nein, ja. Nein. Scheißegal, kein Headshot, aber kein Hotshot. Hat, hat. Gucken. Also irgendwie. Ja. Ist schon schwer genug, finde ich. Also. Könnte schlimmer sein, aber ist okay. Du wirst dir niemals leben. Ich fick deine Mutter, Wichser! Bist du bereit dafür, Soldat? Ich hoffe, die sind alle über mir. Sieht so aus. Nein. Wir schaffen den Scheiß. Mhm. Das hab ich geschafft. Ach. Ah. Sieht man. Was machen deine ganzen Kollegen hier? Auch ich hab einen C2S-Bunker. Hab eine ganze Riesengarage voll Autos. Hab genug Kohle auf dem Konto. Ich weiß nicht. Also mir geht's auch gut, mein Freund. Und das im Vergleich zu dir ganz legal. Bro. Bro, hier einfach erstmal eine Runde rum. Ja, soll ich, soll ich, soll ich? Ein bisschen schieß, ein bisschen schieß. Ja. Hab ihn. Dich auch. Komm, 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 komm. Okay. Oh, komm. Oh, fast so langsam. Reaktionsfähigkeit, ne? Quasi nicht vorhanden. Kommst du jetzt hier rum? Ich möchte das nicht. Oh, dreht er sich die. Manchmal, ne? Na? Na? Zeig mal. Okay, weiß ich Bescheid. Ah. Okay. Kein Ausweg. Habe ich das jetzt. Habe ich das da hinten aufgemacht? Ernsthaft? Das ist aber doof.
Ja. Kuckuck. So. Oh, das ist neuer. Ja, ich wusste es. Ich wusste es doch. Oh ne. Oh. Verlässt er die Deckung. Ich hab's doch mit der Steuerung irgendwie nicht. Ist nicht auf meiner Seite. Hier, guck mal. Das mache ich. Aber erst große Fresse haben, weißt du? Sind immer die gleichen, immer die richtigen. So. Entriegeln. Hey, warum kenne ich? Ihr habt es doch nicht ernsthaft schon geschafft, oder? Ha. Ha? Nein? Ja? Nein? Ich weiß ja nicht. Aber... ich guck mich mal ein bisschen um, vielleicht liegt hier noch was Cooles rum oder so. Glaub aber nicht. Okay. Ich hab Angst. Das war noch nicht alles. Ah. Ja. Welcher Effekt mit der Musik. Aber egal. Irgendwas muss hier passieren. Irgendwas muss hier passieren. Aber ist auch egal jetzt. Okay, so, jetzt aber. Bin drin. Du solltest jetzt eigentlich alles empfangen. Ich seh's. Kommt einiges rein. Tibor wird mit der Entschlüsselung anfangen, wenn wir alles haben. Das ist ein ziemlich großer Download. Das ist Iraqs Druckmittel. Für Erpressungen. Er sammelt das schon seit vielen Jahren. Gut, das war alles. Schnell zurück, Aiden. T-Bone startet jetzt die Entschlüsselung. Bin unterwegs. Verlassen Sie das Rusty Freeman. Okay, jetzt haben wir den Knackpunkt. Tjo. Hallo? Ach so. Oh Mann, sieh dich an! Crispin! Nein, warte. Pierce, stimmt's? Warst du das, Pierce? Die Auktion? Du lässt die Scheiße auf mich regnen? Weil hier regnet's echt eine Menge Scheiße. Bleib schön stehen. Damit kommst du mir nicht so einfach davon. Du hast mich ins Knie gefickt, in meinem Scheiß geschnüffelt. Und meine Pläne durchkreuzt. Das weißt du? Der andere Hacker aus dem Melon. Ja, das da ist meine Währung. Mein Meisterstück. Und du willst es mir wegnehmen. Du hast etwas sehr viel Wertvolleres von mir. Ich hab was von dir. Motherfucker, ich kenn dich nicht mal. Okay. Ist ja schon mal was. Du willst meine Familie ficken, ha? In mein Haus einbrechen? Mir einen Scheiß klauen, ha? Weißt du, wer ich eigentlich will ich dir nur einen Headshot verpassen. Ja, wohin? Wohin? Ein möchtegern König in einer winzigen Burg. Richtig. Du liegst falsch. Alter. Und du bist Lucky Quinns Schoßhund. Haha. Fick dich! Fick dich! Ja. Und jetzt? Ich jetzt mal wirklich. Du Wichser! Selbstgerechte Weltverbesserer! Hab euch dutzendfach vom Schlachtfeld getragen! Jetzt mal ohne Spaß. Die wird ich schon wieder bekommen. Vielleicht Stück für Stück, ha? Und wenn ich fertig bin, zerzieh die nächsten. Hast du graue Kinder? Brüder und Schwester? Du fängst meine, ich fäng deine. Fotze! Das könnten wir mal. Es wird niemand herkommen, um der traurigen Arsch zu rennen. Dein Scharfschütze ist raus. Die Bullen trauen sich nicht. Scheiße, hier drauf bin ich, Polizei. Du musst allein sterben, Mann. Ich will doch erstmal nur hier raus. Bring den Scheißkerl auf. Kann's das sein, ehrlich mal? Kann es das sein? Mann, was für eine Kacke. Oh, endlich. Jetzt müssen wir die Unterhaltung also reinziehen.
Ja. Ist mir doch egal, ob das dein Bro war oder deine Schwester. Ehrlich. Selbst wenn ihr zusammen Picky machen geht, ist mir das egal. Fang nie Krieg mit einem Soldaten an. Ja, warum machst du dann? Du denkst, wir sind Freunde. Wir labern ein bisschen. Ich werde mir all deine Dateien nehmen. Die ganze Hast du doch schon. Arbeit. Weg. Lass mir los, ein schickes Hotel. Ein Haufen reicher, weißer Ficker mit viel Geld. Du weißt es von mir. Irgendwann wirst du es auch weitererzählen. Geheimnisse werden verraten. Eine Menge Leute sterben sogar für diese Geheimnisse. Das ist der Fluch der Macht. Oh, wir machen hier keine Geschäfte. Du wolltest kämpfen, Pierce. Spielen wir es zu Ende. Wird nicht viel von dir übrig bleiben, was wir begraben können. Das wird schief gehen. Das wird schief gehen, Jungs. Nein, ich kann nicht springen. Komm. Ja. Ah, das hat mir immer noch nicht viel weitergeholfen. Oh, falsch. Ich habe Angst. Nein! Jetzt holt herum, also. Oder heute Abend nicht auf seinen Mädels abends gern mit deinen Freundinnen hier. Und trotzdem habe ich das Gefühl, da ist mir so minimal überlegen oder so. Das könnte sein. Ein bisschen Angst hat jetzt in die Luft zu jagen, aber ist mir egal. Nein. Jetzt nicht ernsthaft, ich muss mir doch jetzt nicht das komplette Gelaber nochmal reinziehen. Ich glaube, ich werde es rausschneiden, mal ganz ehrlich. Wollt ihr bestimmt auch nicht, oder? Ich habe es erstmal rausgeschnitten, weil er den ganzen Anfang wieder durchquasselt. Du wolltest kämpfen, ja, schick doch mal deine Kollegen. So was hast du noch nie gesehen. Na? Wo ist er? Beide so aushalten, ne? Das ist der Oberburner, ehrlich. Also, ich habe den Anfang mal wieder übersprungen. Es dauert wirklich. Ich glaube 2-3 Minuten, bis er mal aufhört zu reden und was hier weitergeht. Und der nächste Try beginnt. Ne, Knarre ist doch kacke hier. So. Oh. Fang nie Krieg mit einem Soldaten an. Oh, wir machen hier keine Geschäfte. Du wolltest kämpfen, Pierce. Spielen wir es zu Ende. Wird nicht viel von dir übrig bleiben, was wir begraben können. Mal gucken, ob das jetzt besser geht. Keine Chance. Sind so beide da. Wow, endlich.
muss ich nur noch den Weg verkriegen, ja. Alter. Verreckto. Ich spreng mich natürlich selber in die Luft. Ich könnt kotzen, Leute. Leute, 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 Leute. Endlich. Es wurde aber auch Zeit. 25 Tries oder so. Irak beschützte einen Haufen Erpressermaterial. Aber er wollte noch mehr. Er wollte das Video aus dem Mello. Er hat es nie gefunden. Die Viceroys werden sich neu formieren. Ein neuer Anführer wird kommen. Und Bedbug? Er hat die Chance auszusteigen. Hoffentlich ergreift er sie. Nochmal zum Abschluss der Mission, die wir endlich geschafft haben. Das Gequatsche von Damien. Du musst mich nicht überwachen. Das glaube ich doch. Als Team waren wir immer stärker, das weißt du. Keine Schwäche, das zuzugeben. Mal ehrlich. Ohne mich hättest du die Daten nicht. Und du hast sie, oder? Ja, ich hab alles. Ich will Nikki. Mein Gott, es war richtig, dich zu involvieren. Siehst du, wir waren das. Jetzt bring sie mir. Direkt. Keinem anderen. Ja. So, das machen wir aber in der nächsten Folge. Hat ja jetzt lange genug gedauert. Herrlich. Also seid froh, dass ich das übersprungen habe. Ich glaube, wir hätten anderthalb Stunden gebraucht für eine Folge. Deshalb, ja. Ich schneide vielleicht noch ein paar Fails rein oder so. Schauen wir mal. Ansonsten danke ich euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal dabei. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.